Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ich sag's schon wieder, ich wollte eigentlich weg davon zu Schuland. Was auch immer hier los ist. Okay, das sieht aber hier, finde ich, schon mal ganz gut aus. Habe ich jetzt schon gesagt, willkommen zurück zu Planet Coaster? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr. Viele Gäste haben Durst. Oh, da hat jemand hingereiert. Zeig mal, wo ist denn hier Personal? Wo sehe ich denn, was ich eingestellt habe? Hausmeister. Du hast keinen Hausmeister. Alles klar. Weißt du Bescheid, warum da Kotze liegt? Ich würde sagen, wir stellen mal zwei Hausmeister ein. Was habe ich denn überhaupt? Animateure haben wir einen. Prinzessin Amelie, die irgendwie nicht so zufrieden ist. Ach da. Zwei Haus... Oh, wir haben ja gar nichts. Einen Techniker haben wir auch nicht. Ach hey. Dann müssen wir auf jeden Fall einen Techniker noch einstellen. Wo ist er? Da. Ich glaube, da reicht erstmal einer. Und... Fängt Verbrecher und verhindert Verbrechen in einem Umkreis von 15 Metern. Okay, ich weiß nicht, ob wir einen brauchen. Also ich würde sagen, wir versuchen mal eine Fressbude zu bauen. Ach ja. Ich habe mir gerade ein Bild von meinem Papa angeguckt, der war ganz grau. Jetzt werde ich so ein bisschen melancholisch. Ich habe ihn so gar nicht in Erinnerung. Man hat sich so lange nicht gesehen. Irgendwann wird der hops gehen. Ob ich damit dann klarkomme? Ach ja. Es ist nicht so ein schönes Thema. Also allgemein. Und ich habe allgemein damit so ein paar Probleme. Ist nicht so mein Thema. Ich muss mich damit, glaube ich, ein bisschen mehr auseinandersetzen. So, wir bauen jetzt erstmal einen Märchenburgladen. Nein, ein Märchendorf-Getränkestand. Okay, aber wir... Ist aber schön. Ich meine, wir haben hier schöne Sachen dafür. Wir können uns die natürlich jetzt selber bauen. Aber ich finde, die passen hier gerade echt super rein. Die stellen sich ja auch mal so ein bisschen an, ne? Hier, mach mal. Personal ist gleich mit drinne. Getränkestand, Märchendorf Laden. Was heißt Märchendorf Laden? Da ist eine... Was haben wir denn da jetzt? Getränke. Und hier haben wir eine Fressbude. Cool, die will ich auch noch haben. Toiletten bräuchten wir eigentlich auch noch. Guck mal, da können wir hier so ein richtig kleines Dorf machen. Ziele schon Bronze erreicht. Was? Ziele ansehen? Ach hier, erreichte Szeneriebewertung von 110 haben wir. Ist es Personalgebäude? Großer Märcheneingang. Alter. Was? Boah, das machen wir bei der Achterbahn. Okay, dann kommt hier so ein Dorf hin. Das ist cool. Auf die andere Seite dann vielleicht den hier. Ja, warte, mach mal noch nicht jetzt. Personalverwaltung. Ich weiß nicht, ob wir die denn jetzt schon brauchen. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Toiletten. Ihre Angestellten haben zu wenig Arbeit. Was? Wer hat zu wenig Arbeit? Arbeitslast niedrig. Warum bist du dann unzufrieden? Sag mal, ist er unzufrieden, weil er zu wenig Arbeitslast hat? Kann das sein? Ich hoffe doch nicht. Viele Gäste haben Durst. Ja, darum haben wir uns ja gerade gekümmert. Macht es Sinn, wenn wir hier eine kleine Abkürzung bauen? Nee, ich glaube nicht.
Gut, dann würde ich sagen, klatschen wir hier drüben noch ein Fahrgeschäft hin. Vielleicht irgendwas Ruhigeres. Was ist das hier? Hyperspin. Der soll ruhiger sein. Glaub nicht, ne? Hier so ein schönes Karussell. Oder hier. Warte mal, ein bisschen weiter hier vorne hin so. Damit wir da noch ein Haus hinbauen können. So, Eingang platzieren. Eingang und Ausgang. Dann verbinden wir die beiden hier nochmal so ein bisschen zusammen. Dann können sie da ein bisschen um die Kurve lupen. Hey. Ach, ist das die Amelie? Ja, da läuft sie. Hey, hey. Sie hat voll Spaß. Kein Schwein ist da, aber sie freut sich. So. Warte mal. Oh, es wird eng mit dem... Gebäude da, ne? Aber ich hätte es ganz gerne so irgendwie. Frage da. Ja doch, machen wir mal. So, und hier eine Warteschlange. Ah, nein, noch nicht. Er soll nicht an... Splitschen, glitschen, splitten. Hier kann er ran. Ein bisschen geschlängelt der Weg. Sieht jetzt nicht so wunderschön aus, aber wenn hier dann Dekoration drumherum ist, dann geht das, glaube ich. Wir können ja auch, wenn wir das Gebäude hier jetzt hingebaut haben, dann nochmal gucken. Dich machen wir erstmal an. Warte mal, hier ein bisschen höher. So. Puff, hat's gemacht. Yay, Karussell am Start. So, wo ist denn die Amelie? Hier. Ach, guck mal, jetzt hat sie... Da. Yay, Applaus, Applaus. Voller Begeisterung. Ach, guck mal, er ist hin und weg. Nee, er lacht sie aus. Denke ich bestimmt so, was hast du denn da? Schön mit dem Baum. Da läuft sie. Und er feiert sie immer noch. Okay, Karussell ist da. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Läden und Servicegebäude. Was? Abenteuer Cosmic Grau? Hatten wir die vorher auch schon? Guck mal. Ach, die sind, glaube ich, aus dem DLC, ne? Ach, wie geil die gemacht sind. Aber die haben sie echt cool gemacht. Ich freue mich echt so ein bisschen drauf, die Sachen selber zu gestalten. Ich glaube, dann, ich könnte die auch einfach so gestalten, ne? Und dann, ja, so ein, nicht während der Aufnahme gestalten und dann aber so mit dem Park einbinden. So, die passen da zum Glück noch hin. Dann gehen wir mal in die Szenerie und dekorieren das Ganze drumherum. Gehen wir wieder auf... Was ist denn festlich? Festlich haben wir gar nichts. Gut, dann Märchen. Okay, erstmal... Die Mucke. So, hier mal ein paar Bänke hin und Mülleimer natürlich auch wieder. Warte mal, da reicht glaube ich einer. Mach den mal hier hin. Und dann machen wir noch hier einen hin und hier. Okay, was haben wir denn jetzt hier noch? Eine Apfelpresse. Was auch immer. Da bräuchten wir eigentlich einen Apfelbaum für. Okay. Der Drache ist ein bisschen groß. Hier haben wir irgendwelche Seile. Eine Hexe. Hiervon könnten wir was bauen.
Ja, aber erst am Ende. Ach ja, das würde ich ganz gerne mal versuchen, vielleicht. Oh, jetzt habe ich meine Maus verschnellert. So. Wie können wir denn den Weg jetzt so machen, dass der eine Art Platz ergibt? Raster auswählen. Nee. Gelände abflachen, Tunnel, gebogenes Gefälle. Wie schafft man das? Weißt du das jetzt? Doch so. Blockiert. Okay. Verstehe ich gerade nicht so richtig. Warte. Vielleicht verstehe ich es gleich. Weg. Raster auswählen. Ah. Aber er macht hier nicht. Warum nicht? Ist blockiert. Ist bestimmt blockiert wegen den Bänken, ne? Warte mal. Bank weg. Der muss auch weg. Ich probiere mich jetzt mal eben daran. Ich will das ja auch irgendwann mal checken. Warum ist blockiert? Mach mal weg. So, kommen die da dann noch ran? Nee. Oder? Ich weiß nicht, ob die da dann noch rankommen. Nee, guck mal hier, der Weg. Da fehlt was. Mist. Da. Ah. Ja. Genau so. Oh, die Leute sind weg. Okay, so sollte das klappen. Oh nein, die müssen ganz dringend auf Klo. Warte mal, wir müssen hier erstmal die Sachen wieder richtig hinschieben. So. Und dann können wir hier eine Toilette noch hinbauen. Szenerie? Nee, Gebäude, warte mal. Toilette, 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 da. Ja, wir haben noch keine... Wie, wir haben keine Toiletten? Müssen wir selber eine bauen? Toilette. Mal schauen, was wir hier hinbekommen. Vielleicht nur so ein kleines Häuschen. Lass mal. Forschung. Ach, ist fertig. Gewöhnliche Parkflora. Neue Entdeckung. Region Park. Gut, nächste Forschung. Design, bester, nee. Läden und Märkte. Ich hätte ganz gerne mal ein Familienfahrgeschäft. So, da gehen sie auf Klo. Und an die Läden gehen sie auch ran. Dann bauen wir mal ein Gebäude drumherum. Was ist das? Filter. Baumaterial, Marke, Design, Märchen. Ah, okay, das ist im Nachhinein dann erst. Druckfenstererweiterung. Was haben die denn allgemein für einen Baustil genommen hier? Das sind irgendwie so eine Steindinger, ne? Wie gesagt, ich würde mich da ganz gerne erstmal dran halten. Mach mal Filter weg.
Sind es die? Gott, so viele Fenster hier. Zeig mal her. Nee, das sind die nicht. Welche sind das? Das würde natürlich eigentlich auch passen, oder? Ist aber was anderes. Die hier? Nee, ist ja was ganz anderes. Die? Nee. Was habt ihr benutzt? Die Frage ist, ob ich das halt überhaupt schon habe, ne? Das hier? Nee. Das? Das könnte es sein. Kalkputzwand? Ja, Kalkputzwand haben sie benutzt. Alles klar, okay. Dann nutzen wir auch die Kalkputzwand. Aber hier dran, ne? Wie war das jetzt nochmal mit dem Bauen? Dass ich da jetzt anknüpfen kann? Jetzt machst du eine Aufnahmepause, dann bist du aber raus. Hier. Zu den Finanzen. Hä? Muss die dazu geschlossen sein? Nee. Ich raff's gerade nicht. War nicht sonst immer hier so ein Reiter von wegen bearbeiten? Wo ist der hin? Kamera zentrieren, Toilette, viele Mülltonnen. Ja, okay. Ich kann das Ding ja nicht mal mehr abreißen. Hä, warum nicht? Ah, da, Gebäude auswählen. Burgmauer? Nee. Kalkputzwand. Hey, jetzt habe ich das Gebäude ja aber nicht mehr. Gebäude auswählen. Drehen. Gebäude bearbeiten. Da, jetzt. So, Kalkputzwand. Jetzt darf ich. Alles klar. Okay. Dann einmal da und einmal da. Und die Steam-Oberfläche. So. Ja, und zumachen das Ding. Was haben sie hier? Können wir den denn? Ja. Kommen sie so noch rein? Weiß ich nicht. Sieht so aus, als wenn sie noch reinkommen, oder? Hä, was ist denn das mit der Mauer? Warum ist denn die so schräg? Okay, sieht strange aus ein bisschen irgendwie. Wie haben die das denn sonst gemacht? Ach ja, klar, die bei den anderen müssen sie ja nicht rein. Die hüpfen ja einfach immer nur so rein. Haben wir denn nicht irgendwie so ein... Das wäre nur eine Hälfte. Ja, okay, dann lasse ich das jetzt aber so. Ich check's gerade nicht so richtig, wie die das gemacht haben. So. Und dann da oben haben sie nur mit Verzierung gearbeitet noch, ne? Und wir versuchen es mal so. So, das kriegt jetzt hier so ein Spitzdach. Müsste ja eigentlich schon reichen, oder? Und dann hier bei Dächer. Ach, das hat schon so eine Verzierung dran, ne? Hier. Ah, okay. Ich dachte, die muss ich jetzt noch selber irgendwie ranklatschen. Ja, hier ein Schornstein. Gott, das ist ja groß. What the fuck?
Ich will aber, dass das Ding auch einen Schornstein hat. Irgendeinen kleinen. Den hier. Mamaranda? Der geht halt so zur Seite ab. Das war so damals im Märchenland. Nein. Drema? Ist der denn jetzt auf 90? Weiß ich nicht. So. Bisschen höher vielleicht. Ah, nee, das ist so. Der muss schon so bleiben. Okay, und dann, was auf jeden Fall noch sein muss, ist Fenster und Türen. So, welche nehmen wir denn da? Bayerische Tür links. Okay, eine Tür braucht er jetzt eigentlich nicht wirklich, ne? Dorffenster. Was Schlichtes, ja, sowas hier. Mal daran. Oder warte mal, wir machen mal zwei nebeneinander. Ich versuche so in etwa dieselbe Höhe und denselben Abstand zu bekommen. Okay, eine Tür braucht er, glaube ich, nicht, ne? Weil er ist ja vorne. Glasfenster. Wie er da drin rumpfeift. So, und dann. Obwohl, wir könnten von hinten so eine Tür ranmachen. Es gibt schon coole Sachen hier, ey. Na, auch hier so ein Ding. Ah, ist schon sehr, sehr geil gemacht. Aber nichtsdestotrotz Dekor hier. Wo haben wir denn jetzt unsere. Ach, guck mal hier sowas. Das ist doch schön. Da und da. Und dann kriegt er hier eine Hüttenlampe. Zack. Na, wenn das mal nicht eine märchenhafte Toilette ist. Das Ding ist überhaupt nicht in der Mitte. Mal so. Was ist das? Gruselig? Okay. Ich hätte auch ganz gerne für die Fenster so eine Blumenkästen. Wo hatten wir denn die? Die waren woanders, ne? Hm. Die waren, glaube ich, bei Szenerie. Genau hier diese Dinger. So. Ach ja. Da oben könnte man eigentlich auch noch ein Fenster machen. Ach guck mal, die haben hier noch so einen Balken hingemacht und dann so das Ding darauf gestellt. Das ist natürlich auch schick. Aber ich denke mal, für ein Klohaus reicht das hier vollkommen aus. Dann beenden wir das Klohaus mal. Wie können wir das jetzt machen? Ich meine, die gehen ja auch ordentlich rein und raus. So. Eigentlich wollte ich hier vorne ja so einen Platz machen. Darum ging es mir ja, weil wir haben doch hier irgendwo diese Bänke. Hier. Die können wir jetzt hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob die da jetzt auch rangehen. So fressbudenmäßig, weißt du? Aber nee, warte mal, da müssen wir die irgendwie anders hinstellen. Vielleicht so. Geht das so? Sieht irgendwie komisch aus. Weiß nicht, wenn wir es noch dekorieren, vielleicht sieht es dann besser aus. Forschung starten. Der forscht ja noch.
Ein Ding? Nee. Ach doch, guck mal, sie setzt sich daran. Hier. Dann kriegst du so noch ein bisschen Deko. Na, machen wir mal so schräg. Okay, aber die setzen sich daran. Das ist schon mal gut. Es gab doch auch so eine Baumdinger. Wo sind die denn? Das wird nicht ganz passen, ne? Aber dass man hier vielleicht so einen Baum in die Mitte reinstellt. Das, Blumen. Ja, okay, ich glaube, aber hier brauchen wir uns jetzt auch nicht zu sehr auslassen mit Deko. Bei so einem Baum hier in der Mitte fände ich schon ganz cool. Wenn ich hier eingebe Baum, 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 Baum. Hier, die Dinger. Ah, sieht man gar nichts, weil die Sonne hier so den Schatten reinwirft. Schwierig. Da kommt die Sonne rum. Ich sehe echt nichts. Ich würde hier so versuchen. Alter, du kommst gerade vom Klo und kotzt. Wie schlimm sieht es denn da aus? So. Was haben wir? Alter. Das für ein Klopper. Straßenbaum. Hier. So ein Ding. Es ist schon wieder so dunkel hier. Der wirft aber auch ein Licht hier, einen Schatten. Warte mal, stell mal hin und jetzt, Lichter, 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 Beleuchtung. Wir brauchen hier mal eben ein bisschen Beleuchtung. Gruselige Laternen, nee. Klassische Laternenpfeil mit Schild. Der soll klassisch sein? Der ist so blau. Turm. Gruseliger. Hüttenlampe. Kerze. Okay. Ja, dann gib mal den hier mit Schild. Hä, aber der ist doch nicht... Warum hat denn der so eine komische Farbe? Können wir den noch ändern? Ich kann ganz gerne da hinstellen. Zeig mal. Schriftart, Text eingeben. Okay. Hier, WC. Schriftart, okay. Ist das hier die Farbe? Ja, alles klar, okay. Ich hätte ganz gerne hier so ein dezentes Gelb. Ja, sowas hier. Kannst noch ein bisschen. Eigentlich müsste es dann ja so stehen, ne? Dass man es auch lesen kann. So, cool, WC. Und dich verfrachten wir jetzt noch ein Stückchen darüber. Den würde ich nämlich ganz gerne hier drin haben. Steht da auch ein Bäumchen. Wir brauchen mehr Lichter hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Lichter. Wir können natürlich auch diese Lichter, die die hier benutzt haben, noch mehr benutzen. Aber ehrlich gesagt finde ich, die sehen ein bisschen ungeil aus. Ja, also hier drinnen sieht es schön aus, so mit diesem Baum. Da drauf. Aber wir müssen uns den Baum noch bei Nacht angucken. Aber hier, guck mal, unser Dörflein wächst. Das gefällt mir. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, in der nächsten Runde dekorieren wir hier noch ein bisschen weiter. Dann machen wir hier noch ein paar Bäumchen drumherum, weil es geht ja hier momentan auch sehr um Dekorationen, ne? Von hier Szeneriebewertung. Jetzt sind wir immer noch nicht damit gefahren, ne? Aber guck mal, die stehende Ding-Schlange. Auf jeden Fall.
Na gut, ihr Lieben, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis denn, bye bye.